Hey, ich bin der Frank von Frank's Chat und heute will ich euch meine neue Absauganlage zeigen und der Frage auf den Grund gehen, ob ich nicht vielleicht doch ein bisschen übertrieben habe. Während der Planung des Absaugsystems für meine neue Werkstatt habe ich viel mit Fachleuten geredet. An dieser Stelle auch vielen Dank an Heiko Rech und Jonas Winkler. Nachdem ich mehrere Modelle, die in Frage kamen, verglichen hatte, ist meine Entscheidung auf die Felder AF22 gefallen, die ich dann nach einer Anfrage auch freundlicherweise von Felder zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich habe jetzt gerade folgendes kleines Problem. Die Absauganlage hier mit dem Faltenfilter, die passt gerade so hier in die Werkstatt rein. Also ich konnte es jetzt nicht wirklich von oben drauf stülpen. Das muss ich dann irgendwie von der Seite her machen. Jetzt überlege ich mir, wie ich das am besten mache. Und ich glaube, die beste Methode ist wirklich, die Füße abzuschrauben, weil so passt es dann auf jeden Fall auch rein. Was ich nicht will, ist, dass diese Metallfläche hier direkt dort auf dem Boden steht, weil falls ich die Absauganlage doch später mal ein bisschen hin und her schieben will, ist das einfach ja nicht besonders gut, Metall auf Holz. Deswegen werde ich einfach noch so ein Stück von der Pappe hier, von der Verpackung, die werde ich hier unten anbringen. Ich werde den Trick anwenden, den ich im letzten Video euch gezeigt habe. Das Video werde ich euch mal direkt verlinken oder unten in der Videobeschreibung werdet ihr es auch finden. Damit werde ich jetzt quasi dieses Pappestück hier unten anbringen und damit ist auch definitiv gewährleistet, dass sich diese Pappe da unten absolut nicht mehr verschieben wird. So, also das ging jetzt wirklich ziemlich schnell und vor allem einfach, aber wovor ich jetzt schon mal ziemlich Angst habe, ist, wenn diese Spänesäcke mal gefüllt sind, und das werden sie ganz sicherlich sein, wohin mit dem ganzen Zeug? Naja, schreibt mir einfach mal eure Lösung für dieses Problem unten in die Kommentare. Als letzten Schritt muss ich jetzt noch diese Abdeckhaube hier mit ein paar Schrauben befestigen. Da werde ich mir aber noch ein bisschen Zeit lassen, weil das sind sozusagen die Ausgänge zu dem Absaugrohrsystem. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo das Ganze hier irgendwo hinführen wird. Deswegen lasse ich mir jetzt mal die Richtung erst einmal offen und werde mich jetzt zunächst einmal mit der Verrohrung beschäftigen. Was vielleicht ein wenig unpraktisch ist, ist, dass die Absauganlage ein wenig vor den Sicherungskästen steht. Ja? Aber in der Regel muss man da ja eigentlich so gut wie nie ran. Von daher, und man kommt ja nach wie vor trotzdem gut ran. Und falls ich jetzt mal irgendwas nochmal da machen sollte, kann man die Absauganlage einfach auch ein Stück nach vorne schieben. Und wie gesagt, ich komme ja trotzdem noch an die Steckdosen ran und kann sie im Notfall immer noch verwenden. Die Rohre positioniere ich jetzt nur ungefähr, weil ich nämlich hier diese Winkel zum Teil mit Schlauch überbrücken werde, einfach weil A, habe ich von diesem Winkel hier leider nur einen, irgendwie wurden mir da zu wenig eingepackt. Und zum anderen sind diese Standardwinkel, der passt hier gerade so nicht rein, einfach weil ich hier relativ wenig Platz habe, auch um nachher den Anschluss zu der Absauganlage zu machen. Aber genau dieses Stück werde ich sozusagen mit ein bisschen Schlauch überbrücken und wird nur minimal spitzer sein als dieser 90 Grad Winkel, also kein Problem von wegen, dass das Rohr verstopfen könnte oder so. Hier bei diesen Spannern, um die Rohre zu verbinden, ist auch immer eine Schicht Silikon mit aufgetragen, damit das Ganze auch wirklich abdichtet. Für die Winkel habe ich mir hier überlegt, da das teilweise ganz komische Winkel sind, die so ein bisschen verdreht sind, also da passen auch keine 90 oder 45 Grad Stücke, da habe ich mir gerade hier von dem Absaugschlauch, da waren 2-3 Meter mit dabei, 120 mm richtig schön stabil. Die Schläuche passen auch fast perfekt auf diese gebörtelten Rohre hier drauf und kann man mit Rohrschellen einfach anbringen. Total praktisch. Und da ja in den Rohrschellen, wie gesagt, ja noch so Silikon ist, dichtet es auch schön ab. Normalerweise verwendet man in so einem Absaugsystem so wenig Spiralschlauch wie möglich, da dieser die Strömungsgeschwindigkeit und damit die Saugleistung beeinträchtigen kann. Da ich aber aus gerade genannten Gründen die standardmäßigen Winkel nicht verwenden konnte, musste ich mir so behelfen. Um aber den negativen Effekt so gering wie möglich zu halten, verwende ich einen speziellen HSE-Absaugschlauch, der einen glatten Strömungskanal hat und die Saugleistung des Absauggeräts sogar um bis zu 40% erhöhen soll.
Diesen Fakt kann ich noch nicht bestätigen. Ich werde euch aber einen Link zu genau diesem Absaugschlauch in die Videobeschreibung legen, dann könnt ihr euch selber mal ein Bild davon machen. Ich habe gerade eben da oben den Winkel hier aus dem Schlauch hergestellt und gemerkt, der Winkel ist einfach zu spitz, also dieses Rohr hier muss ein bisschen weiter runter. Wie ihr hier sehen könnt, der Schlauch macht doch nochmal so eine Biegung nach oben. Das ist für den Luftstrom nicht besonders förderlich und deswegen muss dieses Rohr hier, also dieses Rohr kann ich leider nicht weiter hochsetzen, dieses Rohr muss ein Stückchen weiter runter. Das Problem daran ist nur, dass in dem Moment, wo ich mit dem Rohr hier weiter runter gehe, muss auch die gesamte Konstruktion hier unten, muss ich auch absenken. Dann habe ich auch noch das Problem, hier ist der Kabelkanal. Ja? Noch weiter runter kann ich hier nicht. Das heißt, ich muss das ganze Ding jetzt doch unter den Kabelkanal verlegen und da werde ich die Konstruktion noch mal ein bisschen ändern. So, der Winkel da oben sieht schon viel besser aus. Ich habe das Rohr, wie gesagt, hier ein bisschen nach unten verlegt und dazu musste ich auch dieses Rohr, das war vorher da oben, musste ich dann nach unten verlegen. Und ich habe es jetzt, wie gesagt, ein bisschen umgeändert und jetzt habe ich auch weniger harte Winkel. Diese Abzweigung hier musste ich ein wenig schräg stellen, damit ich hier eine gute Verbindung hinbekomme. Das hier ist das Absaugsystem, das zur Tischkreissäge geht. Direkt hier unten ist dann auch das Blast Gate. Falls ich sozusagen das 100 mm oder das andere Absaugsystem hier verwende, damit hier das möglichst früh schon gesperrt ist, damit ich hier keinen unnötigen Saugverlust habe. Das Ganze führt dann hier in der Ecke hoch an die Wand. Dort oben in der Ecke geht es wieder weiter und führt dann hier zu dem Absaugrohr, was im Endeffekt zur Tischkreissäge führt. Und einen Vorteil hat es definitiv, wenn man diese Abzweigungen hier transparent hat. Dort, wenn es mal in einem Rohr zu einer Verstopfung kommt, dann ist es eigentlich zu 99% bei diesen Abzweigungen hier. Und jetzt kann man hier auch in Zukunft immer sehen, wenn sich dort mal irgendwas ansetzen sollte, wie gesagt, Augen auf und bereinigen. Eventuell werde ich dieses Rohr hier nochmal um einen halben Meter oder Meter verlängern, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, wo die Tischkreissäge hier im Endeffekt stehen wird. Apropos neue Tischkreissäge. Es ist sowas von ärgerlicher, da gab es ein paar Lieferverzögerungen und jetzt kommt auch noch diese blöde Corona-Sache hier dazwischen. Das heißt, man kann mir gar nicht sagen, wann die Tischkreissäge kommt oder ob sie überhaupt in den nächsten 5 Wochen bei mir eintrifft. Und das ist schon wirklich, wirklich ärgerlich. Also mehr kann ich dazu leider im Moment nicht sagen, nur falls die Leute sich gefragt haben, weil ich ja schon seit Wochen von meiner neuen Tischkreissäge rede. Und ich warte auch schon so sehnsüchtig drauf. Also bleibt einfach weiterhin geduldig, genauso wie ich. Das Rohrsystem, das hier oben an der Decke entlang läuft, ist für die Tischkreissäge. Und das, was hier unten entlang läuft, das ist für meine stationären Maschinen. Hier habe ich noch mit einem 120 mm Durchmesser Rohr gearbeitet, wird hier mit so einem Adapter dann auf 100 mm verjüngt. Und ab diesem Sperrschieber hier läuft dann die Verrohrung auf 100 mm für Maschinen wie zum Beispiel die Bandsäge oder auch die Hobelmaschine. Wie ihr auch erkennen könnt, unter jeder 400 Volt Steckdose ist dann auch so eine Abzweigung, weil ja dann dort auch die Maschinen im Endeffekt stehen werden. Hier hinten habe ich noch eine neben der Bandsäge und der Hobelmaschine. Ich bin mir noch gar nicht sicher, was da genau für eine große Maschine hin soll, die einen 100 mm Absaugschlauch benötigt. Aber lieber mal ein zu viel als zu wenig gedacht. Und hier würde ich dann auch noch ein Stück 100 mm Rohr bis hierhin verlegen. Leider sind mir die Teile ausgegangen. Aber ihr könnt mir hier auch schon mal unten in die Kommentare schreiben, welche Maschine ihr, wie gesagt, neben der dicken Hobelabrichtmaschine und der Bandsäge noch in die Werkstatt stellen würdet. Ansonsten muss ich natürlich, wie auch in meiner alten Werkstatt, wenn man nicht gerade elektronisch gesteuerte Sperrschieber hat, muss man natürlich immer darauf achten, wenn man an der entsprechenden Maschine arbeitet, dass man auch das entsprechende Blastgate oder den Sperrschieber geöffnet oder geschlossen hat. Der hier ist der Hauptschieber für die Tischkreissäge. Wenn der auf ist, dann muss der hier zu sein. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel an der Maschine hier, an dem Absaugsystem irgendwas arbeiten will, muss ich einfach nur den hier schließen. Den da öffnen und dann halt einfach gucken, an welcher Maschine ich arbeite. Puh, also ich muss sagen, was für ein Biest, ja, die Saugleistung war wirklich enorm. Ja, wobei ich natürlich auch sagen muss, ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit solchen großen Absauganlagen. Aber das war schon wirklich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier zu wenig Saugleistung ist. Was mir aber auch direkt aufgefallen ist, ist die Lautstärke. Ja? Also das Teil ist schon wirklich lauter als normaler Werkstattsauger, aber ich denke mal, das wundert niemanden. Ja? Und ich glaube, mich daran zu erinnern können, dass generell auch die Leute meinen, dass die AF22 eine relativ laute Maschine ist. Hier muss ich aber auch mal direkt eingrätschen und sagen,
Das stört mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ich sowieso immer beim Arbeiten meinen Gehörschutz trage oder Kopfhörer trage und eh Musik höre. Das heißt, davon würde ich sowieso nichts mitbekommen. Hier kann ich euch auch mal kurz diese Faltenreinigungsfunktion auch mal kurz zeigen. Ja, also wenn dann der Faltenfilter mit Feinstaub ein bisschen zugesetzt ist, kann man hier einfach dran drehen. Und dadurch wird dann der Filter drin abgerüttelt und verstopft einfach wesentlich langsamer. In der Videobeschreibung werdet ihr auch einen Link zu der AF22 finden und ich versuche einfach mal so generell die wichtigsten Teile von der Absauganlage euch unten in die Videobeschreibung zu legen. Falls ich jetzt irgendwas vergessen haben sollte, schreibt mir doch einfach einen Kommentar und ich werde mein Bestes tun, darauf zu antworten. Jetzt fehlt eigentlich nur noch meine neue Tischkreissäge, wo auch immer die verschollen ist. Ich hoffe, sie wird bald hier in meiner Werkstatt eintreffen, denn ohne die geht ihr ehrlich gesagt gar nichts. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich mich für die Variante Stahlrohre entschieden hatte, denn nun ist im Punkt Sicherheit und Absaugen eigentlich so gut wie jeder Punkt abgehakt. Und natürlich werde ich die Verrohrung hier auch noch erden, das ist selbstverständlich. Die nächsten Videos auf meinem Kanal werden auf jeden Fall mit dem Bau der Gitarre zu tun haben, wo ich ja für extra in England war. Das wird mega cool, also vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das nicht verpassen wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt natürlich jetzt den Daumen hoch. Und wenn euch das Thema Werkstatt einrichten weiterhin interessiert, checkt doch einfach mal diese beiden Videos hier aus, die werden euch ganz sicherlich interessieren. Ich hoffe, ihr kommt alle gut durch diese unglaublich seltsame Corona-Zeit. Ja? Also ich war gerade eben auch noch ganz kurz einkaufen und habe mir ein paar Getränke geholt hier für die Werkstatt. Denn falls der Lockdown kommt, werde ich mich hier und natürlich zu Hause verschanzen. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut.